Hallo und herzlich willkommen zurück zu Brilli Baut. In der letzten Folge haben wir angefangen, unseren EU-Raum hier schon mal zu bauen. Und momentan sieht es ganz gut aus. Der Metallformer ist wieder am Start. Und was wollte ich denn jetzt nochmal tun? Was brauchen wir denn jetzt noch weiter? Achso, wir mussten den zweiten Metallformer schon wieder bauen. Was braucht man dafür nochmal? Ach ja! Ja, ich wollte ja das Tin-Problem, ja. Ach Quatsch, das Dings-Problem hier, das Bronze-Problem. So war es nämlich. Ja, das habe ich irgendwie vercheckt. So, aber jetzt können wir es wieder, haben wir es wieder da. Und jetzt müssen wir Bronze-Item-Casings machen. Und dafür könnte ich jetzt erstmal den Hammer hier verwenden. Da wir den jetzt schon haben, machen wir das jetzt hier mit. So. So, wie viel brauchen wir dafür nochmal? 5, glaube ich, für 1, richtig? Dann passt das nämlich perfekt. So. Dann hätten wir die. Und da muss eine Chest dran. Haben wir noch Chests? Müssten wir. So. Noch Chests. 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 So, komm mal, Land. Komm mal, komm mal, komm mal. So, und so. Und zweimal Toolbox, bitte. So, okay. Toolbox, dann wir brauchen hier Cables. Cables. So. Und dann verbrauchen wir lieber erstmal das. Und das reicht nicht. Ich glaube, das reicht wirklich nicht, oder? Nein, tut's nicht. Wir brauchen 3 Coils. Und das würden wir brauchen noch mehr. Kopper, und das ist unsere letzten Kopperreserven. Ich weiß, es ist sinnvoller, das Kopper dann anders zu benutzen als mit den Dingern. Also das Erstplatz zu hammern ist doof. Hatten wir herausgefunden, indem wir das nämlich hier in den Metallformer stecken. Und es direkt extruden. Da kamen ja 3 raus aus einem. So kommen aus einem nur 2. Was ist das denn? Eine Bronze-Skiff. Nennt man das eigentlich Skiff? Ich nenne das immer so. Das könnte auch Skyfe heißen. Ich weiß es nicht. Liebe Leute, ich weiß es nicht. So. So, das sollte reichen. Einmal Iron in die Mitte, einmal Copper drumherum sind 3. Das, was brauchen wir dafür noch? Metallformer. Ach ja, einen Circuit. Davon sollten wir noch welche haben. Zirkuiten, denn damit hatten wir Clocker-Upgrades gebaut. Overclogger und Unterclogger und rechts und links Clogger. Und was es alles für Clogger gab. Eigentlich nur Overclocker. Aber okay. So, warte mal. Das, das und das. So, dann hätten wir den jetzt auch wieder am Start. Meine Fresse, ey. Hoffentlich müssen wir die jetzt nie wieder abbauen. Das heißt, hier ist jetzt unsere kleine Metallformer Fabrik. So, und jetzt müssen wir gucken, dass wir hier Leadstone. Ich weiß halt nicht, ob die auch, je länger sie werden, irgendwie was verbrauchen. Ob es da auch so ein Gerät gibt, womit ich das kontrollieren kann. Apropos, das könnten wir mal bauen. Wie hieß denn das? EU-Reader, glaube ich. Mit Bindestrich? Ja. Tja. Ja, komm, ey. Wir bauen den jetzt einfach mal. 4 Kabel. Glowstone Dust. Was war das andere? Ach ja. Ein Circuit. Können wir mal gerade machen. Dann zeige ich euch, wie das geht. Oder haben wir schon einen? Nee, oder? Nee. Gut. Wir haben keinen Glowstone. Ja, wir haben überhaupt keinen Glowstone. Dann geht das ja gar nicht. Dann geht das erstmal gar nicht. Okay. Ja. Wie gingen die Dinger nochmal? Die Konduiten. Konduit. Da gibt's verschiedene, genau. Hardened Energy. Für 400 RF, für 10.000 RF und für 80 RF. Konduit Probe. Vielleicht ist das so ein Reader dafür. Silikon, Electrical Steel. Ja, ja. Lassen wir lieber erstmal. Ach, die kriegen wir mit Invar.
Ingots. Beziehungsweise Nuggets. Die sind ja eigentlich gar nicht dann so teuer, die Harden-Dinger. Vielleicht sollten wir die einfach direkt verlegen. Dafür müssen wir halt trotzdem erstmal die bauen. Deswegen bauen wir jetzt erstmal die. LED, Redstone und Glas. Apropos Glas. Wir müssen mal umkonfigurieren, dass wir Cobblestone in Glas verwandeln. Und zwar müssen wir dann Cobblestone hier, ist es glaube ich schon drin. Jawohl. Und dann muss es in die Macerator. Und nicht in die Öfen direkt. Da. So, jetzt müsste es eigentlich in Glas verwandelt werden. Unser guter Kobbel. Und ich brauche unbedingt mal wieder was zu essen. Haben wir überhaupt noch irgendwas zu essen? Ich glaube, das wird auch langsam wieder ein bisschen eng. Food. Wir haben noch einen Chicken. Und wir haben zum Glück noch was Wheat. Und wir haben Koppel. So. Dann werden wir jetzt mal ein bisschen Glas machen. Und dann brauchen wir das und LED. Nehmen wir mal das. Und Glas. Da. So, die kommen hier rein. Die werden jetzt zu Glas verarbeitet. So, was haben wir denn hier? Den haben wir eben abgebaut. So. Dann mal gerade hier. So. Ja, das sind ja schon mal einige. Was wollte ich denn? Ach so, was essen. Erstmal mal das gebratene Huhn. Und dann machen wir uns hieraus mal gerade ein paar Brote. So. Haben wir wieder ein bisschen was zu futtern. So. Okay. Die Leitern können auch erstmal weg. Die können zusammen. Das hier kann erstmal weg. So. Ja, der Pulverizer. Da müssen wir jetzt mal gucken. Jetzt müssen wir erstmal das Kabel hier verlegen. Dass hier dann, eigentlich müssten die Wände hier drei dick sein. Damit wir das Kabel da reinheimern können. Aber ist das scheißegal. Wir können das Kabel auch hier rauskommen lassen. In dem Falle. Und später kann man auch Verkleidungen bauen. Wenn hier dann Kabel durchfließt, dann ist das scheiße eigentlich. Ist das scheiße. Nicht sicher. Ja, wir lassen das jetzt erstmal hier rauskommen. Und dann kann man später immer noch gucken, wie wir das tun. Ah! Ja, hier ist ja ordentlich was los. Dann lassen wir es hier rauskommen. Plupp. 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 Oh, dann müssen wir hier drunter her. So. Keine Ahnung, wo genau das ist. Das werden wir dann gleich mal rausfinden. Sieht man über uns, den Raum sieht man zum Glück ein bisschen. Schock. Ich dachte, es wäre irgendwie Lava oder so, aber es ist wieder mal Opal. So, wir müssen ja eigentlich bis nach ganz hinten durch. Keine Ahnung, wo ich jetzt gerade bin. Ich glaube, ich baue mal hier gerade nach oben. Oha, wo sind wir denn hier? Aha. Hier müsste doch... Hä? Nicht sicher. Ich dachte, hier wären jetzt die Kabel oder so. Ah, da sind sie. Ja, dann sind wir ja gar nicht mal so schlecht. Dann legen wir mal... Warte mal, da müssen wir da hoch. Das hier ist der Geothermalgenerator 1. Ne, 3. Also, okay. Das ist der dritte Geothermalgenerator. Dann können wir hier ein Stück weiter noch. Und hier könnte man durch. Verbinden die sich? Ne. So, warte mal. Da muss ich mich gerade hier hochbauen. Dann nehmen wir Koppel. Also,
Und hier. Da dürfte es ja dann eigentlich schon passen, oder? Da oben müsste dann irgendwo unser Energiedingsbums sein. So, ich muss mir mal gerade hier irgendwie. Wo ist das hier ein Wirrwarr? Das kann ich euch aber sagen. So, warte mal, wo sind wir denn jetzt hier? Direkt über der Leiter. Das heißt, das Kabel muss doch jetzt irgendwo hier hinter aufkreuzen. Aber wo? Da! Da es ist! Da es ist! Fast perfekt. So, warte mal, dann können wir es hier rausfließen lassen. Kann man hier was ändern? Aber ich glaube nicht in dem Falle. Nee. So sollte es eigentlich hinausfließen. Habe ich keine Stones mehr. Wie bin ich da jetzt reingekommen? Ach ja, hier. So. Ja, da muss man nachher testen, ob da wirklich keine Energie verloren geht bei. Ja schon dann auch ein etwas längerer Weg. Das Ganze. Hier Iron. Wenn wir schon mal hier sind, dann nehmen wir auch Iron mit. Liebe Leute. So. Iron und Copper. Da sage ich nicht nein zu. So. Da sind wir schon. Die kann ich wenigstens wieder so bauen. Jetzt muss ich erstmal gucken, dass wir hier wieder irgendwie rauskommen. Und unsere Pickaxe, merke ich, ist gerade auch schon wieder fast am Arsch. So. Zack, zack. Juppie, also hier müsste dann. Was verbraucht ja gerade Strom hier? Glas wird gebaut, ja, stimmt. Guckt euch das an. Die vier Messeräder haben alle zu tun und das schafft ein Ofen mit den beiden. Oder ist das ein Fehler drin? Ich weiß es nicht. Nee, aber es sieht so aus. Guck mal, jetzt kommen die beiden an der Ecke, ja. Also vier Messeräder mit jeweils einem. Upgrades sind so, ist so schnell wie ein, sind so schnell wie ein, na, ihr wisst schon. Ofen. Mit zwei Upgrades. So, jetzt räume ich hier erstmal leer. Das kann weg. Das kann weg. Das behalten wir. Das kann weg. 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 So, den Rest behalten wir erstmal vorsichtshalber. So, dann wollte ich gerade noch ein paar, hier. Stones requesten. So, dann gucken wir mal gerade nochmal hoch. Das sollte aber alles soweit funktionieren. Jetzt bin ich mal gespannt. Gerade mal den Pulverizer anschließen. Zack. Kriegt Energie. Jawohl. Das funktioniert. So. Das heißt, hier haben wir jetzt RF. Redstone Flux Energie. So, hier machen wir mal dicht. Da oben noch dicht. So. Ja, das sieht doch schon mal besser aus. Okay, Pulverizer hat Energie. Jetzt könnten wir. Ach, scheiße, ich Depp. Ich wollte die doch gar nicht verlegen. Ich wollte doch die anderen verlegen. Ey, was bin ich eigentlich für ein dämlicher Trottel? Ach, nee. Wir lassen es jetzt erstmal so. Wir gucken mal, wie weit wir jetzt mit den 80 kommen. Dann, ja, bleibt mir gerade nichts anderes übrig. Ich habe jetzt keinen Bock, da wieder das Ganze zu verlegen. Das können wir dann machen, wenn wir es brauchen.
So, jetzt brauchen wir erstmal Stahl. Da ist der Timer schon wieder abgelaufen, liebe Leute. Das geht ja hier schnell, ratzifatzi hier. Gut, gerade noch die Pickaxe mal reparieren und dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen. Zur gewohnten, naja, eine gewohnte Zeit gibt es ja nicht. Ich mache das ja immer, wann ich Zeit habe, die Videos freischalten. Aber es ist sicher, dass morgen ein Video erscheint. Und deshalb sage ich, macht es gut und danke fürs Zusehen. Ciao, ihr lieben Leute.